Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 26. Heute wende ich mich der Thematik der Selbstverwirklichung in der Malerei zu. Und zwar geht es darum herauszufinden, bin ich in der Malerei glücklich oder gibt mir Kunst etwas, beruhigt das die Nerven oder habe ich ein Aha-Erlebnis? Ich möchte zwei Wege zu diesem Bereich vorstellen. Der eine ist, Bilder zu malen mit dem Pinsel und dem Spachtel oder Bilder zu gießen, das nennt sich Pouring. Mit dem Bildermalen will ich beginnen. Hier kann man Acrylfarben nehmen, Ölfarben oder auch Wassermalfarben. Ihr könnt euch nehmen 5 große Zeichenblätter, die ein bisschen dicker sind, 300 Gramm Papier oder auch Pappe. Und könnt auch Leinwände nehmen, je nachdem, was ihr mögt oder was euch nahe ist. Ja? Dann schreibt ihr eure Gefühle während des Malens auf. Beginnen würde man mit einem Bild an einem Tag zu malen. Und dann würde man den Schwierigkeitsgrad erhöhen, in 3 Tagen ein Bild zu malen. Das heißt also, an dem Bild weiter zu malen. Und zwar wirklich so lange, bis man verschiedene Schichten über dem Bild hat oder auf dem Bild hat, auf dem Malgrund. Und dafür ist Acryl besonders geeignet, weil das besonders trocknet. Ölfarbe, da müsste man jetzt ein bisschen warten, ehe das trocken wird. Also würde ich da an dieser Stelle Acrylfarbe empfehlen. Und da könnt ihr spachteln, malen mit dem Pinsel, auch mit den Fingern drauf malen. Zieht euch vorher Handschuhe an, weil die Pigmente ziehen in die Haut ein. Und nicht alle Pigmente sind ungiftig. Ja? Dann schreibt eure Gefühle auf, während ihr malt. Immer so stichpunktmäßig. Und guckt euch die auch an. Und dann versucht im nächsten Schritt wieder mal in 2 Tagen an einem Bild zu arbeiten. Und auch ein nächster Schritt, dass man auch mal schnelle Bilder malt, hintereinander weg. Dass man also an einem Tag mehrere Bilder malt. Einfach um zu sehen, ob einem das liegt oder ob man damit gar nicht klarkommt. Und hier würde ich auf jeden Fall was Abstraktes vorschlagen, also abstrakte Bilder, weil die sind erstmal schneller herzustellen. Und wenn man noch was Figuratives, also was Gegenständliches haben möchte, kann man das auch nochmal darauf setzen. Dann wäre mein Vorschlag, die Farben zu mischen und einen Farbkanon vorher festzulegen. Also welche Farben möchte ich sozusagen für meine Bildserie festlegen? So arbeitet man in der Kunst. Also man malt nicht 5 verschiedene Bilder, sondern eine Serie von einem Thema mit einem Bildkanon, heißt mit einem Farbkanon und mit ähnlichen Formaten. Ja, wenn ihr unterschiedliche Pappereste habt, nehmt die ruhig. Ihr könnt die auch alle auf ein Format schneiden oder auch unterschiedliche Formate wählen. Ja? Auch das ist möglich. Dann kann man Pouring gießen, das ist das zweite. Das ist mit Silikon Bilder gießen. Da grundiert man zuerst die Bildfläche, egal ob das Papier ist oder Pappe oder Leinwand. Pappe muss man von 2 Seiten grundieren, weil sonst verzieht sie sich nur in eine Richtung schief. Also wenn man eine Seite eingestrichen hat, ein bisschen trocknen lassen, umdrehen, andere Seite grundieren, damit so ein bisschen so eine Grundspannung wieder das in die Mitte zieht, ja, also damit es wieder gerade wird. Wenn ich Leinwand als Rolle habe und ziehe das auf, muss ich das grundieren, wenn ich das verkaufe. Ja, ganz wichtig. Da bin ich juristisch haftbar, mache ich das nicht, fällt die Farbe von der Leinwand ab, kann mich der Käufer wirklich auf Schadensersatz verklagen. Bei Papier ist das nicht so, da haftet das Acryl automatisch.
Bei Temperaturschwankungen abgestellt im Keller garantiere ich euch, dass das Acryl von der Leinwand fällt, wenn das nicht grundiert ist. Ja? Habe ich selber ausprobiert, geht ganz toll. konnte ich nicht mehr verkaufen, ja, also so bei einem Nebensatz. Wer natürlich mit dem ganzen Gießen viel glücklicher ist, ja, weil es ist ein bisschen leichter, man muss nicht so viel malen, es fließt in verschiedene Richtungen und man muss es lange trocknen lassen, ja, also mindestens einen Tag, weil das Silikonöl muss ja dann trocknen. Also brauche ich einen Trockenort, ja, wo möglichst nicht der Hund drüber läuft, nicht die Katze drüber läuft und nicht die Kinder rangehen, ja. Also brauche ich da schon ein bisschen Ruhe sozusagen für meine Bilder. Wenn ihr das alles fertig habt, dann auf jeden Fall wieder aufschreiben die Gefühle. Und dann müsst ihr euch angucken, wie sind eure Gefühle? Habe ich mich dabei wohlgefühlt bei dem Akt des Malens oder Gießens? Und bin ich da mit mir im Reinen? Bin ich mit mir glücklich? Oder macht mich Malen glücklich? Habe ich was davon? Oder ist das für mich anstrengend, weil ich mich erst einarbeiten muss? Dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, ein bisschen mehr Bilder zu machen, um genau festzustellen, okay, das ist meine Sache oder nein, das ist nicht meine Sache. Und ein Ergebnis zu haben, nein, das ist nicht meine Sache, ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also nicht jeder muss das unbedingt machen. Wer jetzt wissen will, bin ich geeignet für Kunst? Der guckt sich einfach mal seinen Lebenslauf an, beziehungsweise druckt den aus, legt die ganzen Blätter nebeneinander auf den Tisch und macht da Herzchen, wo er sich wohlgefühlt hat. Ja, also wenn ich im sozialen Bereich gearbeitet habe und mache dann Herzchen, will aber eigentlich so Kunst machen, dann gibt es als Schnittmenge Kunstpädagogik. Ja. Das ist zwar zweckgebunden, ist aber eine Überlegung wert, ob ich das möchte. Ja, und ob der Zugang dahin für mich möglich ist. Ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr euch über Google informieren und euch natürlich auch über andere Suchmaschinen informieren, wie Bing und so weiter. Und wenn ihr dann ganz viel Lust auf Kunst bekommen habt, dann könnt ihr euch entscheiden oder überlegen erstmal, ob ihr Kunst zum Beispiel als Fernstudium neben dem Beruf studieren wollt. So eine Art Teilzeitstudium. Das ist zum Beispiel möglich an meiner 80-Akademie, also 80 Kunstakademie Berlin. Da kann man freie Kunst und Malerei studieren. Und da kann man auch Kunstmarketing studieren. Ja, für die Leute, die sagen, jetzt noch ein Kunststudium, naja, will ich nicht mehr oder ich komme schon aus der Grafik oder habe schon ein Grafikstudium, dann brauche ich natürlich nicht nochmal Kunst studieren. Dann brauche ich nur noch Kunstmarketing studieren, ja, weil ich ja eigentlich dann schon in der Malerei zumindest so weit bin, dass ich meine eigenen Konzepte erstellen kann. Und das ist etwas Gutes, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Schreibt eure Gedanken auch auf, guckt euch den Tag später nochmal an, um festzustellen, ist es noch so? Ja, also ich kann meine Gedanken nach einer Woche angucken und gucken, will ich das noch? Bin ich damit glücklich, ja oder nein? Oder ist das für mich zu harte Arbeit? Ja, also es gibt Menschen, für die ist Kunst gar nichts. Die fühlen sich damit nicht wohl. Die fühlen sich, als wenn sie auf rohen Eiern irgendwo hin balancieren sollen. Ja? Wir haben ein bisschen so ein Zeitalter, wo man aus einem Hobby eine Selbstverwirklichung machen kann. Mit ganz leichten Mitteln. Also ich sage es mal ganz brutal, so wie es ist. Vor 50 Jahren hatte ein Künstler und eine Künstlerin einen wesentlich schlechteren Stand, überhaupt sich vermarkten zu können, also alleine im Selbstmarketing sich vermarkten zu können, also sich im Markt durchzusetzen, als heute. Weil heute ist der Zugang zu technischen Geräten viel niedrigschwelliger.
Also ich kann mir sofort meine ganzen Hilfsmittel einsammeln oder ich kann Kurse belegen mit wenig Geld in einem Stadtteilzentrum, wo ich lerne, wie man Filme dreht oder wo man lernt, wie man Podcast macht oder wo man lernt, wie man Fotobearbeitung macht oder auch mit dem Rechner umgeht, ja. Also auch solche Sachen kann ich ganz schnell lernen oder kann mir ein Tutorial angucken und weiß dann ganz genau, okay, die Kamera muss ich so und so bedienen oder das Mikrofon so und so oder ich brauche ein Mikrofon für die und die Anforderungen. Also kann mir ein Toningenieur erklären, was ich brauche für welche Anforderungen. Ja? Und das macht er ziemlich gut, weil der das auf den Punkt bringt und der ist dann auch glaubwürdig. Ja? Und ich als Galeristin zum Beispiel begegne immer wieder Menschen, die entweder den Kunstvirus haben, also die von der Kunst begeistert sind und auch gerne Kunst machen wollen, aber die dann in der Hobby-Ebene so ein bisschen festkleben und nicht die nächste professionalisierte Ebene wollen oder erreichen. Oder jahrelang versuchen, es zu erreichen, aber irgendwie kratzen sie immer an der Oberfläche und kommen aber nicht rein in den Kunstmarkt, weil irgendeine Galerie immer Nein sagt. Oder weil sie die falschen Leute kennengelernt haben, die auch alle immer Nein gesagt haben. Oder die gesagt haben, na, da brauchst du aber noch Meisterschüler, dann brauchst du das und das und das. Also es geht auch ohne Meisterschüler und es geht auch ohne Studium. Nur was ich eben nicht befürworte, ist, dass wenn jemand auf Insta ein paar Bilder hochlädt, also auf Instagram, seine Kunstwerke hochlädt und dann davon ausgeht, dass er jetzt Künstler sei und bald im Museum hängen würde. Ja, also um ins Museum zu kommen, das ist knallharte Arbeit. Ja, da musst du schon ein paar Galeristen kennen, die dich da hineinbringen. Weil du alleine gar nicht an die Museumsleute rankommst, die reden gar nicht mit dir. Ja, also du musst richtig gute Projekte gemacht haben mit richtig guten Leuten, die dann sagen, oh, die ist aber richtig verträglich oder die ist richtig nett. Die können wir doch mal mit hineinbringen in die ganze Angelegenheit. Die können wir doch mitnehmen. Die können wir da positionieren. Ja. Und das ist was Interessantes, weil dann an diesem Punkt, da trennen sich dann die Professionellen von den nicht professionell Arbeitenden. Ja? Und da kriegt es aber erst einen Drehmoment. Also ich kann nicht als Hobbykünstler verlangen, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreite. Das geht gar nicht. Also ich kann einen Übergang machen von einem Beruf, kann Kunstmarketing studieren und kann während der Studienzeit in den 2 Jahren vom Kunstmarketing zum Beispiel schon meinen Beruf aufbauen. Ja, also meine Firma, meine Kunstfirma aufbauen. Und zwar so gut, dass es dann auch wirklich kulminiert. Das heißt, dass ich ein Ergebnis habe, also eine Ernte, signifikant Geld in der Hand von meinen Werken. Dafür muss ich aber viel machen, weil ich muss Texte schreiben, ich muss meine Werke verkaufen, ich muss sie fotografieren, ich muss sie beschriften, ich muss eine gute Strategie haben in der Suchmaschinenoptimierung, damit die Sammler mich auch finden und auch kaufen können, also von mir Werke kaufen können, einkaufen können. Und das ist ein bisschen mehr Arbeit als nur bei Instagram etwas hochzuladen und zu sagen, ich wedel jetzt mit meiner Visitenkarte und bin jetzt Künstler. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Es ist ein bisschen mehr Arbeit. Ja, und ich muss dann auch, wenn ich manchmal Webseiten sehe, ja, wo mich dann die Künstlerinnen fragen und die Künstler, ja, kannst du mir nicht mal sagen und so, da sehe ich dann schon die signifikanten Mängelpunkte, ja, warum es eben nicht brummt. Und das ist eben ein echter Killer, weil man dann natürlich denkt, das wird nichts. Nee, es ist immer die richtige Technik. Das heißt, habe ich das falsche Werkzeug für den Linolschnitt, also ist vorne an dem Linolmesser ein Grat dran, dann
dann habe ich Handschmerzen danach. Dann kann ich nie wieder Linolschnitt machen, weil mir so schlimm die Hände wehtun, dass ich denke, oh Gott, mein Gott, wenn du das jetzt nochmal machst, dann hast du hier 3 Tage Super-GAU. Nee, du brauchst das richtige Werkzeug und die richtige Einstellung. Du musst das als Neubeginn sehen und nicht in einer Gestern-Falle sitzen und denken, ach, mein Lebenslauf sieht ja gar nicht nach Kunst aus. Na und? Kann ich doch ändern. Kann ich jeden Tag neu anfangen. Und auch wenn es nicht Kunst ist und auch nicht, wenn es Malerei ist, sondern wenn es vielleicht Grafikdesign wird oder Illustration oder es wird Bühnenbild oder es wird Kostüm, also zweckgebundene Kunst. Auch das ist völlig legitim. Und ich kann auch in die Kunstpädagogik gehen oder ins Lehramt Kunst. Ja? Auch das ist völlig legitim. Ja? Also da muss ich mich nicht verstecken und verbiegen, sondern da muss ich einfach nur cool bleiben und überlegen, wie kommst du von A nach B? Und ich muss mir Mentoren oder Coaches suchen, die mich dahin bringen. Und dann lande ich da auch. Und zwar in einer kurzen Distanz, in einer kurzen Zeit. Ich zum Beispiel habe jahrelang mir alle Informationen selber als Galeristin zusammensammeln müssen. Ja? Flyergestaltung, Visitenkartengestaltung, Plakatgestaltung und dann die Gestaltung von einem Verkaufsvertrag, von einem Zertifikat. Wie muss das aussehen? Was muss da drauf sein? Also ich bin vom Tausendsten ja, Mühe ins Zehntausendste gekommen und habe dann irgendwann gesagt, okay, das musst du jetzt rationalisieren. Also du erstellst jetzt ein Dokument und das verwendest du immer wieder. Da sind schon alle Stempel, alle Dinger drauf und daraus machst du jetzt sozusagen eine Vorlage. Ja? Und damit habe ich schon die Hälfte der Zeit wirklich, brauchst du nur noch ausfüllen, abschicken, ja? Oder ausdrucken. Und das ist schon mal richtig gut in der Arbeitsstrategie. Also meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte euch richtig viel Motivation mitgeben fürs Malen und ein bisschen aus dem Beruf der Künstlerinnen und Künstler erzählen. Lasst euch überhaupt nicht abschrecken von dem bösen Wort Kunstmarkt. Der Kunstmarkt ist nur am Anfang undurchdringlich oder erscheint so. Wenn man eine Weile dabei ist, wird das ziemlich klar und ziemlich deutlich. Man braucht einfach nur Zeit, sich da einzuarbeiten. Und dann kommt man auch ans Ziel. Und zwar, man kann auch durch Kunst reich werden. Und wie das geht, erzähle ich in einem gesonderten Podcast oder in einer gesonderten Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen über Likes, über Abonnements meines Kanals und auch nochmal über Mails mit euren Fragen oder auch Themenvorschlägen. In den Shownotes verlinke ich meine Webadresse oder Webadressen von der 80 Kunstakademie Berlin und natürlich auch von der Produzentengalerie, von der Berlin Produzentengalerie, weil die macht immer Ausstellungen für Künstler und auch für Quereinsteiger und auch für Autodidakten und selbstverständlich auch meine Hauptseite mit meiner Hauptgalerie und gleichzeitig verlinke ich auch nochmal meine Mailadresse in den Shownotes und die Orte, an denen der Podcast gehostet wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Eure Diana 80. Macht's gut und viel Motivation für eure ersten Kunstwerke und stellt fest, ob die Kunst euer Glücksmoment ist und da, ob das euer Traumberuf ist. Und vor allen Dingen, ob die Selbstverwirklichung mit der Malerei für euch zutreffend ist. Tschüss!